Nur 11 Kilometer von der Ostsee entfernt, unweit der Hansestädte Wismar und Rostock, liegt Neubukow. Ein liebenswerter Ort, geprägt von besonderem Kleinstadtcharme und vielen schönen Wanderwegen. Zum Beispiel entlang der Holländermühle und des Hellbachtals. Vor allem aber ist Neubukow bekannt für den weltberühmten Sohn der Stadt, Heinrich Schliemann. Er gilt als Entdecker und Ausgräber Trojas und wurde hier geboren. Seit September darf sich die Stadt offiziell Schliemannstadt nennen. Wir hatten schon Jahre damit geliebäugelt, aber aufgrund des nun anstehenden Jubiläums 2022 haben wir im vergangenen Jahr diesen Anlauf nochmal gemacht und sind stolz, froh, dass wir diesen Namen jetzt tragen dürfen. Müssen es natürlich im Stadtbild noch etwas klarer zu erkennen bringen, aber daran arbeiten wir im Schliemannjahr 2022. Am 6. Januar 2022 wäre Heinrich Schliemann 200 Jahre alt geworden. Eigentlich sollte es an diesem Tag einen großen Festakt im Beisein von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geben. Doch pandemiebedingt fiel der Auftakt zum Schliemannjahr bescheidener aus. Mit einer kleinen Gedenkveranstaltung im Freien erinnerten Politiker, Vertreter von Schliemann-Vereinen und vom Schliemann-Museum Ankershagen an die herausragenden Leistungen des Kaufmanns und Archäologen. Hier in einem Pfarrhaus gegenüber der Peter- und Paul-Kirche wurde der Sohn eines Pastors 1822 geboren. Am Nachfolgebau von 1885 erinnert eine Gedenktafel an ihn. Die Stele gegenüber stammt von Bildhauer Rainer Kessel. Er hat sie 1990 anlässlich des 100. Todestages von Schliemann geschaffen. Auch dass eben kurz nach der Wende diese Stele hier errichtet worden ist, ist ein Zeichen dafür, dass man sich in Neubukow mit Schliemann identifiziert. Und ich glaube schon auch, dass die Stadt in den letzten Jahren viel dafür getan hat, dass Schliemann in Verbindung mit Neubukow auch nach außen getragen wird. Das kann sicherlich immer alles noch ein bisschen präsenter sein und noch mehr nach vorne getragen werden. Aber ich glaube, Neubukow befindet sich da insgesamt auf einem guten Weg, gerade jetzt auch mit der Namensgebung als Schliemannstadt. Das ist schon sehr viel wert, denke ich. Und da können hier, denke ich, alle stolz drauf sein in Neubukow. In unmittelbarer Nähe zur Kirche fällt das Bürgerhaus ins Auge, eines der ältesten Gebäude der Stadt. 1790 erbaut wurde es unter anderem als Rektorhaus und als Schulgebäude genutzt. Seit 2003 befindet sich hier die Heinrich-Schliemann-Gedenkstätte, eine fundierte Ausstellung mit Originalfunden und Repliken, informiert über das Wirken des Kosmopoliten Schliemann. Als Sprachgenie und Großkaufmann wurde der Weltenbürger zum Multimillionär und konnte sich einen Traum erfüllen, die Suche nach dem sagenumwobenen Troja, wie es in Homers Epos vom Trojanischen Krieg beschrieben wird. Mit 100 Arbeitskräften ließ er wie besessen Ausgrabungen in bis dahin nicht gekanntem Umfang vornehmen. Im kleinasiatischen Hisarlik legte er einen bronzezeitlichen Siedlungshügel frei und fand 1873 den Schatz des Priamos, wie er glaubte. Später wurde klar, dass die Funde älter waren als die von Homer beschriebene Zeit. Dennoch haben sie Schliemann Ruhm und Anerkennung gebracht, ebenso wie seine Ausgrabungen in Mykene, wo einst der mythische Anführer der Griechen Agamemnon gelebt haben soll. Das sollte man wirklich in den Vordergrund stellen, ohne natürlich seine charakterlichen Schwächen nicht zu verschweigen. Also er hat sehr viel getan, er hat die Archäologie, das Fachgebiet der Archäologie im 19. Jahrhundert populär gemacht. Das ist auch immer wieder gesagt worden. Er hat neue Methoden entwickelt. Eine solche Tiefengrabung wie auf dem Hügel Hisarlik, 16 Meter in die Tiefe zu gehen, war bis dahin nicht möglich. Schliemann ist eine faszinierende Persönlichkeit, ist fast schon selbst zum Mythos geworden. Zum 200. Geburtstag wurde die Dauerausstellung in der Neubukower Gedenkstätte multimedial erweitert. Museumsleiterin Katja Winger hofft, dass sie bald wieder besucht werden kann. Die Festveranstaltung soll möglichst nachgeholt werden. Außerdem wird es in Neubukow
zu diesem Jahr, was wir als Schliemann-Jahr ausgerufen haben, verschiedene Veranstaltungen geben, die dann auch unter dem Zeichen Heinrich Schliemanns stehen werden in diesem Jahr. Also das Gemeindefest, das Stadtfest, der Karnevalsverein. Alle sind sich bewusst, was wir dieses Jahr für ein Festjahr haben und haben entsprechend geplant. Wir hoffen also, dass es sehr präsent sein wird. Zudem haben wir jetzt auch schon die ersten Geschenke bekommen. Eine der Kitas hat uns ein trojanisches Pferd gebastelt. Die Schulen haben Projekte gestartet, mit denen wir dann auch Ausstellungen hier im Sonderausstellungsraum machen wollen. Also wir hoffen, dass wir möglichst viele Menschen in Neubuko für Schliemann weiterhin begeistern können und dass viele mitmachen und uns ein schönes Festjahr ermöglichen. In Neubuko verbrachte Schliemann nur das erste Lebensjahr. Im Mai 1823 zog seine Familie nach Ankershagen, wo die Schliemann-Gesellschaft heute ein großes Museum betreibt. Die Zusammenarbeit von Ankershagen und Neubuko hat eine lange Tradition und soll weiter ausgebaut werden. Es ist kein Konkurrenzdenken zwischen uns, sondern es ergänzt sich sehr schön, auch die Arbeit, die hier gemacht wird und die Vorträge, die Ausstellungen, die wir austauschen. Also es ist ein sehr gutes Miteinander, auch in den Publikationen, und das wollen wir auch weiter aufbauen. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erinnert einiges an den berühmten Mecklenburger. Doch auch weitere Sehenswürdigkeiten machen einen Besuch von Neubuko lohnenswert. Viele denkmalgeschützte Gebäude und historische Straßen lassen sich entdecken. Eine Besonderheit: in der gesamten Altstadt sind Informationstafeln aufgestellt, die Geschichte erlebbar machen. Von der Wassermühle bis zur ehemaligen slawischen Wallanlage. Das größte Aushängeschild der Stadt aber bleibt Heinrich Schliemann.